Hey Freunde, willkommen zu einer Bonusfolge von unserem Final Fantasy VII Rebirth Let's Play und mir ist ein bisschen was Dummes passiert. Denn Freunde, gestern habe ich ja die erste Folge hochgeladen, ich habe gestern angefangen mit dem Spiel, mit dem Let's Play, aber ich habe erst jetzt gerade gesehen, dass man hier, bevor man das Spiel startet, hier drauf drücken kann, auf was bisher geschah. Denn es gab vor dem Spiel mal länger her ein anderes, Final Fantasy VII Remake. Also soweit ich weiß, muss man es nicht gespielt haben, habe ich auch nicht. Aber man kann ja schauen, was da im Spiel passiert ist. Dann werden vielleicht uns ein paar Dinge klarer. Also wir verstehen ein bisschen mehr vom Spiel. Zum Beispiel am Anfang wussten wir gar nicht, was da passiert und so. Und ja, Freunde, deswegen hier diese Bonusfolge heute. Ich habe es leider vergessen. Deswegen das kurze Video heute, wo wir gemeinsam uns das hier anschauen, was bisher geschah. Heute ist ja erst die zweite Folge rausgekommen. Ich hoffe, es ist kein Problem, Freunde. Lass uns das gemeinsam anschauen. Und los geht's, okay? Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Ja, es lohnt sich. Sie beruht auf dem, was ich sah. Dem, was ich hörte. Und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt, der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe, aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Jo, das fängt episch an. Denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Mako-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Aeris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Okay. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Mako-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben. Und Verzweiflung machte sich breit. Aeris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Aeris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Aeris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Aeris zu retten. Jo, er erzählt davon? Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies, dass Todgeglaubte länger leben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit.
Vor der Mauer des Schicksals sprach er es zu uns. Dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Jo, das ist krass. Und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn. Der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte. Okay. Das wäre auf jeden Fall gut gewesen, hätten wir es uns vorher angeschaut. Aber Freunde, ich hoffe, es ist okay, dass wir es jetzt angeschaut haben. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Aber allzu viel war es nicht, denke ich. Wir werden bestimmt in dem Spiel noch vieles erfahren, Freunde. Ich hoffe, es ist okay, dass das Video jetzt mittendrin kam. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich wollte nur ein ganz kurzes Video machen, wo wir uns das gemeinsam anschauen. Aber ja, ich bin gespannt, was noch passieren wird. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch mehr Infos, wie es dazu kam, zu dem Anfang dieser Geschichte, wo irgendwie komplette Explosionen waren und so viele irgendwie verletzt waren. Keine Ahnung, Freunde. Immer noch vieles unklar. Aber ja, Freunde, wir sehen uns dann in der richtigen Folge. Ich hoffe, ihr seid noch gespannt, wie es weitergehen wird. Und ich hoffe, es gefällt euch, okay, Freunde? Bis zum nächsten Mal und lasst auch gerne ein Like da und einen Kommentar. Danke, dass ihr da wart, okay? Bye, Freunde.